In ihrer neuen Dokumentation Rabenväter oder Superdads zeigt sie, wie Väter heute sind und ihr Familienalltag aussieht. Außerdem ist sie Schauspielerin und spielt derzeit beim Traumschiff Dr. Delgado die Schiffsärztin. Bei uns heute im exklusiven MSC-Interview Colleen Ullmann-Fernandes. Hi. Hi, super, das freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, ich. Sehr schön. Ja, dann wir haben nicht so viel Zeit, dann würde ich am liebsten gleich beginnen. Und beginne mit der ersten Frage. Und zwar würde ich gerne auf Ihr neues, jetzt aber schon abgedrehtes Projekt eingehen, und zwar Rabenväter oder Superdads. Und was war denn für Sie an den Dreharbeiten des Projekts so besonders und warum haben Sie sich dafür entschieden, dann die Sendung zu moderieren? Mir wurde das Thema vorgeschlagen. Wir haben ja schon die Mütterdokumentation gemacht und dann kam die Redaktion irgendwann auf die Idee, wir könnten ja jetzt das Gleiche noch machen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sofort vom Hocker gefallen vor lauter Begeisterung, sondern habe gesagt, ja, okay, wenn ihr meint. Und habe dann tatsächlich erst mit der Arbeit gemerkt, warum es so wichtig ist, den Fokus auf die Väter zu legen. Denn wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann brauchen wir eben auch die aktiven, die modernen Väter, die kein Problem haben mit ihrem Männlichkeitsbild, wenn sie einen Kinderwagen schieben oder ein Kind in einem Babytragepack vertragen. Und insofern total wichtig bei dieser Thematik, mit der ich mich ja jetzt schon eine Weile beschäftige, eben auch auf die Männer zu schauen. Und haben Sie denn da bei den Dreharbeiten viel dazu gelernt und auch neue Gesichtspunkte gelernt, wenn man die Seite der Männer betrachtet? Ja, auf jeden Fall. Ich habe so viel gelernt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen haben wir ja auch zwei Teile, weil es einfach so viel zu bearbeiten und besprechen und zu lernen gibt. Wir hatten ja auch wieder wahnsinnig tolle Experten und Expertinnen dabei. Was ich zum Beispiel total spannend finde, überhaupt das ganze Thema Väterforschung. Was bedeutet das eigentlich? Was macht man denn da? Und man hat ja früher festgestellt, wenn man mal Fraupaare hatte, dass bei der Mutter die Amygdala aktiver war. Also hat man gesagt, ja klar, ist ja die Mutter, die kann sich besser kümmern, einfach von Natur aus. Und deswegen ist das so. Jetzt hat man aber in der Väterforschung Mann-Mann-Paare genommen, also bei denen gar keine Mutter im biologischen Sinne anwesend ist, und hat dann demjenigen Elternteil, also hat die gleiche Untersuchung gemacht, man hat da natürlich auch einen Elternteil oft, der sich stärker kümmert als der andere, und hat dann festgestellt, dass der Mann, der sich stärker ums Kind kümmert als der andere Mann, eine genauso aktive Amygdala hatte. Und das zeigt eben, ach guck mal, das ist ja gar nichts Biologisches, sondern weil die sich kümmern, ist dieser Bereich aktiver. Und es ist nicht so, dass der Bereich aktiv ist und sie deshalb dafür geeignet sind, sich zu kümmern. Und das finde ich eben auch wahnsinnig spannende wissenschaftliches Thema. Und haben Sie denn, verbinden Sie denn selber etwas mit der Sendung? Ja, grundsätzlich verbinde ich bei all meinen Dokumentationen auch etwas Besseres damit, weil ich ja selbst auch ein Kind habe und ein Stiefkind habe und dadurch natürlich mich all diese Themen auch privat wahnsinnig interessiert. Aus jeder Dokumentation habe ich auch für mich privat etwas mitgenommen. Ne? Mir ist es auch grundsätzlich wichtig, eben nicht so mit dem Finger auf die anderen Eltern zu zeigen, sondern eben zu sagen, zum Beispiel bei den Helikoptereltern, ja, auch ich habe mein Kind immer bis vor die Schultür gefahren. Ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Mein Kind fährt jetzt Bus. So, und so kann man eben auch Dokumentation auch für sich privat etwas daraus ziehen. Und nun machen Sie ja eigentlich hauptsächlich noch etwas anderes. Sie sind ja eine bekannte Schauspielerin. Was lieben Sie denn so an dem Beruf? Also jetzt gerade bin ich auf Schiff und schaue aufs Meer. Und das ist natürlich auch total fantastisch und total wunderschön, jetzt im Januar
auf die Terrasse gehen zu können und 20 Grad zu haben und einfach in Sachen Work-Life-Balance unschlagbar. Das hat natürlich auch viel Schönes, mal so in der Sonne zu hängen, aufs Meer zu blicken, all das. Und ich freue mich, dass ich diese Mischung machen darf, dass ich auf der einen Seite sehr ernste, teilweise auch sehr schwere Doku-Themen kann und auf der anderen Seite auch einfach mal in der Sonne abhängen kann. Und jetzt haben Sie es gerade angesprochen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sie spielen ja nun die Dr. Delgado auf dem Traumschiff und ist für Sie somit ein kleiner Traum wahr geworden? Nicht so direkt, weil ich mir vorher Gedanken über das Traumschiff gemacht habe und das jetzt auch nicht so wirklich regelmäßig geschaut habe, sondern erst als die Anfrage kam, habe ich mir dann Sendungen angeguckt. Ich habe eine sehr schöne Folge mit Michael Gwistek gesehen und fand die wirklich toll und für mich hat auch total Tiefgang. Da ging es um Alzheimer und so. Das war, ich weiß nicht, ob es die gleiche Folge war oder eine andere, da hat der Dirk Steffens mitgespielt, da ging es ums Korallensterben und so und ich fand das toll und das ist ja auch so ein bisschen die Neuausrichtung, dass man sich ja auch mal so ein bisschen mit schwereren Themen auseinandersetzt. Aber tatsächlich kam das erst mit der Anfrage und der Job ist absolut traumhaft, aber ich würde nicht sagen, dass ein Traum in Erfüllung gegangen ist, weil ich diesen Traum vorher gar nicht hatte. Aber es ist natürlich absolut traumhaft, auf dem Schiff drehen zu dürfen. Und wie sind Sie zum Traumschiff gekommen? Die haben mich gefragt. Also die Produzenten vom Traumschiff haben mich kontaktiert und gefragt, ob man sich mal mit mir treffen könnte, weil sie mich fragen wollen, ob die neue Ärztin auf dem Traumschiff bin. Möchte und dann gab es ein ganz streng geheimes Treffen in Berlin, wo man mir das Projekt vorgestellt hat und eben erzählt hat, wie die Produktionsbedingungen wären und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich gerne machen. Und Sie spielen ja eine Ärztin. Gibt es denn oder hat sich dafür für Sie als Schauspielerin viel verändert? Musste man viel Neues lernen? Also nachher habe ich ein kleines Coaching. Ich muss nämlich dem Kapitän Blut abnehmen. Ich glaube, das drehen wir sogar diese Woche noch. Und da gehe ich nachher runter zum Blutabnehmen üben. Und das ist auch spannend. Man lernt immer wieder Neues. Ich habe vorher noch nie jemandem Blut abgenommen. Und dann werde ich nachher wahrscheinlich einmal so die ganze Crew abzapfen. Bis dann. Ja, cool. Und wollten Sie denn jetzt generell wieder auf Ihren Beruf, wollten Sie denn schon immer Schauspielerin werden oder kam das erst später? Also das kam, als junges Mädchen habe ich eine Folge Pippi Langstrumpf gesehen, da plündern die einen Süßigkeitenladen. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob die denn jetzt nur so tun, als würden sie Süßigkeiten essen oder ob die wirklich in echt Süßigkeiten essen. Und dann sagte meine Mutter, ja, das sind alles Schauspieler, nennt man das. Die tun so, als wären sie Pippi Langstrumpf und Annika und so. Aber die essen die Süßigkeiten auch in echt. Und dann habe ich gesagt, ja, fantastisch, ich möchte auch Schauspielerin werden. Und da kam das dann tatsächlich zum ersten Mal auf, das Thema. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Gerne, gerne. Und ja, vielleicht sieht man oder hört man sich ja mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Perfekt, super. Vielen Dank. Bis dann.